Servus meine lieben Füchse und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Karriere mit dem FC Augsburg. Und wie ich schon mal gesagt habe, ihr könnt mir jetzt dann langsam wieder so ein paar Transfervorschläge und so in die Kommentare schreiben, welche Spieler, die wir verkaufen sollen, Spieler, die wir holen sollen. Denn nach diesem Spiel hier, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sollte wieder die... Nein, stimmt gar nicht. Danach spielen wir noch gegen Hertha BSC. Und dann fängt die Transferphase an. Okay, ich sag es einfach trotzdem schon mal. Ab der übernächsten Folge können wieder Transfers getätigt werden. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. So, heute geht's gegen Schalke. Letztes Spiel 2-2 gegen Freiburg war es, glaube ich. Vielleicht nicht mit den Trikots so, sondern... Naja, wohl. Ist eigentlich unterschiedlich genug. Die Aufstellung fand ich im Prinzip gar nicht mal so schlecht. War nur die Sache mit dem Elfmeter und so weiter. Ich würde dann vielleicht dann doch gerne aber Köpke hier von Anfang an spielen lassen. Und mal Kajubi wieder von Anfang. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Und Möwald würde ich auch gerne mal wieder von Anfang an spielen lassen. Vor allem, weil der halt auch eine extrem gute Form hat. Max würde ich auf jeden Fall eigentlich mitnehmen. Hier für Staphylidis wieder rein. Hat im letzten Spiel nicht gespielt, weil er eine gelbe, eine rote Karte, glaube ich, hatte. Genau. Und ja, da würde ich sagen, es ist eigentlich soweit hier die Mannschaft, mit der ich dieses Spiel bestreiten möchte. Gegen den FC Schalke 04. Und so, Schalke 04 natürlich, da gehe ich mal davon aus, ein stärkerer Gegner als Freiburg. Müssen ein bisschen mehr konzentrieren, aber es waren in der letzten Folge schon wieder ein paar gute Ansätze eigentlich dabei, fand ich. Wenn halt der Elfmeter nicht gewesen wäre und ans zweite Gegentor, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, obwohl letzte Aufnahme nur 2 Tage her ist, aber Kurzzeitgedächtnis ist da eher so, naja, unwichtig. Egal. Spieltag 17, Schalke 04 in der Veltins Arena gegen den FC Augsburg. Jawollek! Und was brauchen wir? Konzentration. So. Bogason können wir einfach probieren für den Bogason! Ja, genau! Was ist denn da kaputt? Zweite Spielminute, der erste Angriff für den Bogason. Zieht einfach mal ab. Ohne Ansatz, ohne gar nichts eigentlich. Sieht da die Lücke und setzt ihn aber genau an den Innenpfosten. Wer ist bei Schalke eigentlich im Tor? Das ist nicht Fährmann mit der 35, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wer bei Schalke im Tor ist. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir haben auch nicht die Aufstellung gesehen. Aber da haben wir das 1-0. Geil. Also, so kann ein Spiel doch mal anfangen, oder? Sehr schön. Das freut mich doch. Okay, müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich das Gegentor bekommen hier. Oh, Kramaric spielt bei Schalke. Interessant. Marvin Hills hat den Ball sicher. Das war riskant. Okay, okay. Alles geklärt. Sehr schön. Sehr gut befreit. Und da läuft Schmid wieder auf den Außen. Schmid, die Flanke war eigentlich nicht so gut, aber für den Bogason kommt er an den Ball. Und er zieht einfach mal ab und das ist 2-0. Was? Es ist ein Scherz, oder? Wie geil. What the fuck? 2 Angriffe, 2 Tore. Flanke Schmid. Für den Bogason wurde dann komplett allein gelassen von Naldo. Kehrer versucht noch dazwischen zu funken. Kommt dann am letzten Endes nicht mehr dran. Und für den Bogason nimmt den direkt ab. Da freuen wir uns auch zurecht. Und setzt ihn ins Tor. Und das ist das 2-0 in der 8. Minute. What the fuck? Was passiert hier gerade? Okay. Jetzt aber noch nicht so sehr freuen. Das Spiel ist noch in der Anfangsphase. Wir haben erst 8 Minuten gespielt, ja. Im Fußball kann alles passieren. So ein Schuss kann auch gerne mal reingehen. Damit aber zum Glück genug gestört vorher. So, Kajubi hat da Platz. Ist hier direkt Möwald laufen. Möwald probiert es einfach mal. Ja, Nübel im Tor. Möwald, und da ist das 3-0 in der 13. Minute. Schalke ist ja überhaupt nicht auf dem Platz. Es
ist ja mal gar nichts. Wir haben gesehen, Nübel ist im Tor bei Schalke. Warum auch immer. Vielleicht haben sie Fährmann verkauft oder Fährmann ist verletzt oder sowas. Aber er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag. Lässt den Ball dann auch direkt wieder nach vorne abprallen zum Möwald. Der wird dann nicht genug behindert von den Verteidigern. Und deswegen kann er dann den Ball in Ruhe zum 3:0 einschieben. Schalke ist noch überhaupt nicht auf dem Platz. Wir sind mit dem Kopf noch in der Kabine. Und wir sind im Moment einfach in allen Belangen bisher besser. Hey, da ist Rehse, der spielt doch bei jener. Nee, warte. Falsche Karriere. Ich war gerade kurz tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ich habe mir gedacht, hä, spielt Rehse nicht bei uns? Nein, das ist eine falsche Karriere. Na komm, den Ball kann man auch mal haben. Soll jetzt aufpassen. Boah, sehr schön von Hitz. Klasse Reaktion. Ich weiß nicht, wer das war. Wer hat uns Kopfballduell? Burgstaller, glaube ich. Gewinnt das Kopfballduell. Aber klasse reagiert von Marvin Hitz. Der da den Ball klärt. Und Martins, weil Schalke hat sich verletzt. Und wir können vielleicht den nächsten Konter jetzt schon fahren. Burgerson und da unten läuft Köpke komplett frei. Pascal Köpke, er wird ein bisschen zu weit nach außen gedrängt. Finn Burgerson wird komplett frei. Finn Burgerson dreht sich an den Verteidigern vorbei und schiebt zu 4:0 ein. Stand da komplett frei in der Mitte vom Strafraum. Dreht sich wunderschön an den Verteidigern vorbei. Und setzt den Ball wieder genau neben Pfosten aus der Entfernung. Keine Chance für Nübel, der bisher eigentlich bei keinem Tor wirklich was machen konnte, außer beim dritten. Hat er ein bisschen Schuld, dass er den Ball genau nach vorne abprallen lässt. Aber ansonsten bisher so ziemlich bei allen Chancen los. Und Schalke ist noch komplett nicht auf dem Platz. So, den muss ich jetzt haben. Jawohl. So, probieren wir es nochmal hier. Schmied läuft. Der Ball war ein bisschen zu optimistisch. Ja. Oh, Insua. Ist der... Nee, oder? Ist der von Stuttgart? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Bentaleb. Bentaleb ist in der Mitte frei. Bentaleb kann schießen, aber Marvin Hitz ist wieder zur Stelle. Sehr gut. Er hat nur zwei Bälle auf sein Tor bekommen und beide hat er sehr gut gehalten. Müssen wir mal schauen, dass wir Schalke nicht ins Spiel kommen lassen. Weil wenn die einen guten Tag haben, können die auch mal ein 4:0 gerne drehen. Das haben wir in dieser Saison schon gesehen. Und es war einfach krank. Ich glaube, das kann man so sagen. So, da unten läuft doch wieder Kajubi, oder? Ja, wieder komplett frei. Mal direkt weiter in die Mitte, da wäre Finn Burgerson frei gewesen, aber die Flanke war da ein bisschen zu schlecht. Ja, es gibt schon wieder so ein paar kleine Nachlässigkeiten, so wie diese Flanke zum Beispiel. Die hätten ein bisschen stärker, ein bisschen besser kommen können. Auch wenn wir 4:0 führen. Nicht den Schlendrian hier einfließen lassen. Ah, nee, wieder zu optimistisch. Ah, komm, Finn Burgerson kann sich dann nicht ganz durchsetzen. Nübel da riskant mit dem Pass hinten raus. Der Junge hat immer noch Selbstvertrauen. Riskante Grätsche. Ein Bolo mit dem langen Ball auf Martins. Hat sich von seiner Verletzung wieder ein bisschen erholt. Sehr schön von Kajubi und da oben läuft doch wieder Schmied. Ich sehe es doch. Ah, nee. Das war wieder nix. Ich soll es vielleicht auch nicht unbedingt hier auf die ganze Zeit brute-forcen. Bringt dann auch nix. Ah, hier kommt Finn Burgerson. Können wir einfach probieren aus der Entfernung. Finn Burgerson und das 5:0. Da stelle ich mir jetzt dann doch wieder die Frage, weil ich meine, kann natürlich passieren, dass er so ein, dass er so einen Vorsprung da wieder sich selber wieder raushaut.
Aber ich habe die Schwierigkeit nicht umgestellt, ja? Ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn ihr seht ja am Anfang, also es, ich weiß, dass es jetzt wieder safe Leute geben werden, die jetzt genau zu diesem Zeitpunkt in die Kommentare schreiben werden, hast du die Schwierigkeit runtergestellt, du bist scheiße. Ich weiß, dass ich scheiße bin, aber ich habe die Schwierigkeit nicht runtergestellt. Das könnt ihr nämlich am Anfang sehen bei der Mannschaftsaufstellung. Da steht nämlich oben die Schwierigkeit, in unserem Fall Weltklasse hier, dann das Wetter und dann glaube ich die Arena oder so, ich weiß nicht genau, was da steht. Auf jeden Fall steht hier die Schwierigkeit und das Wetter, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass da immer noch Weltklasse stand. Was mich aber echt ein bisschen wundert. Okay, das war eindeutig ein Foul, einmal voll in den Mann reingetreten. Hatte ein bisschen zu viel Motivation. Was mich ein bisschen wundert, weil Schalke spielt noch vor uns in der Tabelle. Also, steht vor uns in der Tabelle. Deswegen, also, unsere Leistungen schwanken halt echt in der Saison. Ich will jetzt nicht mit. Ich will jetzt Freiburg zum Beispiel nicht kleinreden. Freiburg ist eine klasse Mannschaft, aber gegen Freiburg, eine Mannschaft, die, soweit ich weiß, hinter uns in der Tabelle steht, tun wir uns verdammt schwer. Und auch zu Anfang der Saison gegen Leipzig. Leipzig haben ja auch so aufgespielt gehabt. Eigentlich eine super Mannschaft von den Spielern her. Aber die hatten einfach keine Chance gegen uns. Also unsere Leistungen. Oder das gegen Wolfsburg, wo wir 5-0 gegen Wolfsburg verloren haben. Wolfsburg ist kein schlechtes Team, ja, aber ich wage mal zu behaupten, dass zum Beispiel Leipzig und Schalke besser sind als Wolfsburg. Gut, ich meine, es ist halt die Sache, in echt auf jeden Fall, hier in FIFA ist es halt so, ja, da in FIFA kommt eigentlich nur auf die Spieler an. Und von den Spielern her hat Wolfsburg eigentlich gute Spieler. Aber die Mannschaft an sich ist halt nicht passend zusammengestellt. Deswegen, man kann nicht zu sehr von echten Mannschaften auf FIFA schließen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt ungefähr damit sagen wollte. Wenn wir unsere Leistungen schwanken, sehr krass gegen verschiedene Gegner. Wir tun uns oft gegen schwere Gegner, wir tun uns gegen leichtere Gegner, schwerer als gegen schwere Gegner. Da haben wir oft weniger Probleme, wobei gegen Bayern. Bayern ist halt nochmal so eine Liga für sich. Von Bayern wurden wir rasiert, ja. Und wir haben übrigens fünf Tore, nicht fünf Torschüsse, oder? Moment, bin ich doof? Doch, fünf Schüsse aufs Tor. Und diese waren alle drin, ja. What the fuck? Ich lasse die Aufstellung einfach mal so. Die ist gut. Ich meine, wir führen 5-0. Was soll ich ändern? Also, keiner verletzt, keiner allzu wenig Ausdauer. Nur konzentriert bleiben. Nicht, dass Schalke jetzt hier aufdreht. Haben sie, wie gesagt, schon mal geschafft in dieser Saison. Ja, das sieht man nämlich schon wesentlich williger aus als in der ersten Halbzeit. Komm, jetzt am besten direkt hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen. So wie am Anfang der ersten Hälfte. Direkt mal hier einen reinsetzen. Sehr schön gemacht von Finn Bogason. Schmied mit der Flanke. Da kommt Kajubi angelaufen. Ha. Wenn er auf Vollsprint kommt, kann schon gefährlich werden. Quirlig im Angriff. Finn Bogason. 4 Schüsse, 4 Tore. Krass. Echt krass. So, Eckball. Probieren wir es mal ein bisschen mit normalen Eckball-Variante. Nee. Das war mal gar nichts, ja? Komm, direkt mal in der Flanke rein. Da steht Naldo im Weg. Gegen Naldo Kopfballduell gewinnen ist dann doch etwas schwieriger. Ah, scheiße, da war ich dann. Oh ja, noch ein bisschen zu viel. So, und jetzt, wie gesagt, nicht nachlassen. Und Schalke spielt als nächstes gegen Leipzig, wie wir gerade sehen. Sehr gut. Bayer. Kajubi läuft auf der linken Seite mit dem Ball. Kajubi flankt den Ball in die Mitte und da ist, steht Möwald. Und er macht das 6-0. Und ich glaube, so langsam kann man tatsächlich sagen, ja, das Ding ist gelaufen. Also, mit 6-0 nach 56 Minuten. Ich glaube, da sollte nicht mehr allzu viel passieren. Vier Tore für den Bogus und 2 Tore Möwald. Ja. Ist ein geiles Spiel bisher, ne? Was will man da noch groß sagen? Für den Schalke-Fan wahrscheinlich ist nicht so angenehm. Für den neutralen Zuschauer allerdings. Stimmt, sehr geil. So wie für den Augsburg-Fan natürlich. So.
So, springt so ein bisschen den Ball hin und her. Der Ball war sehr riskant. Aber er kommt trotzdem noch an. Nicht die Konzentration verlieren. Ne, Bolo da vorne geht mir schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. So, wieder einen Ball nach vorne auf Schmid. Er kann sich durchsetzen gegen Kramaric. Schmid, aber die Flanke ist dann doch zu ungefährlich. Und das ist dann kein Problem für Nübel. Und oder Schalke, der schon sechsmal hinter sich greifen musste. Das ist ja natürlich echt. Das ist echt mies. Nein, da ist Schmid dazwischen. Sehr gut. Und den hat. Und den hat Hit. Genau. Den hat Hits sicher. So, meine Fresse. Ah, nee, ich habe gedacht, Kajubi läuft weiter. Hat schon Machos im Ansatz gesehen, dass er laufen wollte. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Komm schon, Bayer. Jawohl. Ach, komm. Zweikampf gewonnen gegen Caligiuri, aber egal. Ist ja in diesem Spiel eigentlich schon egal. Ja, bringen wir mal Czerny hier auf links. Vielleicht kann mal gucken, wie er das spielen kann. Klostermann darf auch mal wieder ran. Und dann zum Beispiel, ja, was weiß ich hier, Leitner. Wo kann der denn? Der kann nur im ZM spielen, oder? Der kann auch RM spielen. Ja, komm. Hau mal Leitner mal hier auf die rechte Seite. Mal schauen, was er da so kann. Und dann haben wir auch unsere Wechseloptionen für dieses Spiel schon ausgeschöpft. Oh, guter Kopfball da von Naldo. Aber doch ein bisschen zu wenig Druck. Ah, schade. Keine so gute Ballannahme von Möwald. Ja, es tritt Schalke nochmal so ein bisschen auf hier, ne? Aber die bringen die letzten entscheidenden Pässe nicht zum Mann. Von Burgesson. Ja, und da hinten kommt Czerny und da ist das 7:0. Oh, was? Ich komme da gerade nicht ganz drauf klar, ne? Das kann eigentlich nur ein Witz sein. Komm, einmal mal probieren. Ja, gut. Ich werde ein bisschen übermütig, ich merke es selber. Ich wollte es mal von da probieren, ne? Aber komm, machen wir nochmal hier. Köpke. Jawohl. Ne, schade. Ja, nicht zu übermütig werden. Vielleicht kein Gegentor kassieren. Ah, weil ein 7:0 liest sich dann doch besser als ein 7:1, ne? Ja, Finn Burgesson. Schön, Möwald. Oh. Der liegt da, liegt am Pfosten vorbei. Ich glaube, das war einer der ersten Torschüsse in diesem Spiel, der auch wirklich am Tor vorbeiging. Aber es war an sich gut gespielt. Es war an sich gut gespielt. Und ich glaube, das kann man eigentlich schon bisher über das komplette Spiel sagen. Da hätte ich vielleicht rangehen müssen. Ich habe gerade oben auf die Auswechsel-Ding geschaut. Koke kommt für Insua ins Spiel. Ich glaube, Koke ist doch nochmal eher so ein Offensiver, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Kader von Schalke nicht aus. Tut mir leid. Vorsicht. Ganz gefährlich, da was Hinteregger macht. Ja, wir können uns hier hinten aus der Verteidigung raus kombinieren. Aber Kehrer hat auch noch Ausdauer. Und vor allem noch Tempo. Nee. Das war doch ein bisschen zu einfach.
Aber Schalke auch mit den einfachsten Fehlpässen, ne? Ah, nee, ja, ich jetzt im Moment auch. Egal, aber das Spiel ist gelaufen. Das Spiel war eigentlich nach dem 4-5-0 schon gelaufen. Das mal am besten kein Tor mehr kassieren. Ja, sehr gut. Komm, einfach vor mit dem Ball. Ach, was pfeifst du denn da? Das war ein normaler Körpereinsatz. Vorsicht. Nee, das ist jetzt sicher. Und dann hauen wir einfach nochmal vor. Und das sollte es auch gewesen sein. Ich meine, wir sind schon 2 Minuten über der Nachspielzeit. Jawohl, da ist der Abpfiff. Und damit gewinnen wir mit 7-0 gegen FC Schalke 04. 4 Tore von Finn Bogason. Ich komme da gerade nicht ganz drauf klar. Das kann eigentlich... Nee. Das kann eigentlich nicht sein. Also... Ich habe mich oft über FIFA aufgeregt. Und sowas freue ich mich dann natürlich. Aber... What the fuck? Ja. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, ja. Krank. Ich kann 7-0 gegen Schalke gewinnen. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Ich freue mich, da haben wir uns dann auch unsere Tordifferenz ein bisschen aufgebessert. Ich weiß, es kann sich eigentlich nicht geändert haben. Ja, Weltklasse. Es ist halt... Aber dann frage ich mich auch, es ist halt nicht nur bei mir so, dass die Leistungen extrem schwanken, weil anscheinend schwanken halt, gut, kann es natürlich sein, dass ich jetzt wieder eine extrem gute Leistung abgeliefert habe, wovon ich nicht ausgehe, weil ich scheiße bin. Deswegen, anscheinend schwanken auch die gegnerischen Leistungen sehr, sehr stark. Moravec möchte mehr spielen, dann kannst du im nächsten Spiel gerne mal spielen. Weil das gegen Hertha ist sowieso direkt ein paar Tage später. Ja, würde ich sagen, geiler Scheiß. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.